Es gibt Studien dazu, liebe, das sollte sich jeder jetzt vor Augen halten, das ist im Islam ja genau das Gleiche. Eine der größten Eigenschaften für Erfolg, nachweislich, das haben die mit Kindern getestet und so weiter, ist die Fähigkeit, eine kurzfristig erreichbare Freude, ne, wegzuschieben und für ein längerfristiges Ziel halt beiseite zu lassen. Ja? Ihr kennt vielleicht dieses Ding mit dem Marshmallow-Test, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Sie haben keine Ahnung, wie viele Kinder genommen und haben den Kindern gesagt, hier, pass auf, du hast jetzt ein Marshmallow, knechten oder Dings machen mit dir, geknechtet wirst du sowieso. Das heißt, lieber knechtest du dich selbst, als dass sich irgendwie die Welt dann irgendwann knechtet. Ja? So, das heißt, wir haben uns auch alle dafür entschieden, dass wir, inshallah, Sklaven sein wollen von Allah subhanahu wa ta'ala, anstatt Sklaven zu sein von der Gesellschaft. Ja? Lieber sagt mir Allah subhanahu wa ta'ala, was ich anzuziehen habe, was ich zu essen habe, als dass mir Gesellschaft sagt, weil ich sonst nicht beliebt bin. Ja? Pass auf, liebe Frau oder so, zieh dich so und so an, weil sonst mögen dich die Leute nicht. Buche jetzt deinen Next Step Termin und bringe dein Business auf das nächste Level.